Ich wandere allein. Noch eine Runde. Und uff. Jagd sie raus. So. Hier schön. Bumm. Misha, du musst auch mal stärker werden. Ah, die hat zu viele Lebenspunkte, Misha, aber zu wenig Rüstung einfach. Das merkt man. Das schmeckt man. Was liegt vor mir? Ich habe Bumm. Und nächstes. Jetzt haben wir hier mit auch auf. Fangzähnen und Klauen. Dürrer Kleppe. Okay. Mit Fangzähnen und Klauen. Dann geht's ich weiter. Allein. Eine Seefahrt, die ist lustig. Meine Beute naht. Hm. Danach. Ich möchte hierher. Ja, da kommen wir auch hin. Ich glaube, das geht sogar dann raus. Entfesselt meine Kraft. Dann ist es wohl doch so, dass wir nicht nochmal... Ich weiß jetzt nicht genau, wie es mit dieser Karte hier war. Mal gucken. Hm. Wird sich zeigen. Es ist so ähnlich wie damals, wisst ihr noch, so mit Samuro. Ah, mussten wir da in den Süden? Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Im nächsten Part kommen wir so oder so dahin. So, hm, hat sich irgendwie erledigt. Ja, jetzt kommen wir hier. Okay, dann kriegen wir so oder so alles erkundet. Dann gucke ich mir erstmal hier alles an. Coco. Was liegt vor mir? Ich handle instinktiv. Das sind elite Wasserbeschwörer. Das heißt, Jen, mach mal deine Magiekontrolle bereit. Dann beschwör doch auch mal Wasser. Ihr seid doch Affen. Hm. Gestern hast du noch gesagt, du bist ein Wasserbeschwörer. Gestern war er auch vor der Wahl. Boom. Misha kann aber gut betäuben. Misha könnte der Zahnarzthelferin werden. Einfach so eine Arzthelferin für die Betäubungen. Zahn-OP. Moment. Die Schwester kommt eben und gibt ihnen die Betäubung. Kommt Misha vorbei und knallt ihr richtig derbe eine mit der Franke. Und spüren sie noch was? Meine Beute naht. Hm. Bin zur Spurensuche bereit. Ich handle instinktiv. Ey, hier kommen wir gar nicht weiter. Na gut, dafür da oben. Ich wandere okay. Allein. Ach mal rück, so. Ich habe Witterung aufgenommen. Verjanten? Aber was sind das für alles? Vampirtrank? Ah, okay, ja gut, das sind alles Verbrauchsgegenstände. Hm. Damit werde ich nicht glücklich. Nein. Was liegt vor mir? Ich habe einen echten Gruf, Mann. Nee, aber... Nee. Shen kriegt durch die Frostwache keine Lufteinheiten angegriffen. Klar ist der Rüstungsbonus eigentlich auch klasse. Aber die Frostkugel würde mir trotzdem mehr gefallen. Dann würde ich auch auf die 5 Rüstung verzichten. Bin zur Spurensuche einfach nur, damit er eben auch die angreifen kann. Was liegt vor mir? Welches Gifterl hätten Sie denn gern? Na, wenigstens haben wir 2 Leute, die Luft dann hätten angreifen können. Und dann noch ein Hammer. Haut sich da Ärger zusammen? Och, ein Hund. Der eigentlich eher aussieht wie ein Wolf, aber okay. Entfesselt meine Kraft. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Ich wandere allein. Ich bin ja so klug. Weh, da ist was drin, ey. Das war voll die Trollerei. Na gut, vielleicht kriegen wir es irgendwie auch so. Was liegt vor mir? Entfesselt weiter durch Kultiras. Mit Fangzähnen und Klauen. Mhm. Also der Shop und da kommen wir irgendwie nicht lang, aber ist da auch irgendwas gewesen? Ich glaube, da war gar nichts Besonderes, oder? Haben wir nicht noch unseren Falken irgendwo? Da. Du guckst noch mal. Aber ich glaube, da war einfach nichts mehr. Ja, ich glaube, das war einfach nur rein dekorativ. Aber es hat nichts gebracht oder so. Gucken wir es uns noch mal an. Weil ich glaube, man kommt auch von nirgendwo hierher. Und hier ist auch nirgendwo was. Weder Einheiten noch irgendwie... Weder Einheiten noch
irgendwelche Items einfach nichts. Das ist einfach nur rein dekorativ hier. Ja gut, hier oben ist Alisa und Klein Timmy. Und ein Schaf. Aber okay, das ist halt einfach nur... Falls man mal mit dem Falken drüber fliegt. Meine Beute nach. Schuhe der Wirklichkeit plus 3. Nee, wir haben Warsteiner nicht dabei. Jagt sie raus. Unsere Wege kreuzen sich. Irgendwann. Irgendwann steht, ist es soweit. Steht Warsch vor meiner Tür. Oh, die sind getarnt. Ich hab... Durchblick. Deswegen sehe ich die. Was liegt vor mir? Wird schon passen. Ich hab wohl hoffentlich nichts übersehen. Da unten... Konnten wir auch da runter? Nee. Doch, doch, natürlich können wir. Hahaha, halt. Das ist ja ein ganzes Gebiet. Was wir das auf diese Weise entdecken können. Huiuiuiui. Ja, mit diesen Banditen. Und Briganten. Wir haben quasi so die Diebesgilde gefunden hier. So hinter den Gassen versteckt. Welches Gift was liegt denn vor mir? Oh, 15er Clown des Angriffs. So verkehrt ist das gar nicht. Bis was nehme ich dafür raus? Kraft und Rüstung. Komm, das sind die Runenhandschuhe weniger effektiv. Schreibt's auf eure Rechnung. Ich werde es versuchen. Meine Beute naht. Auf der Was liegt vor mir? Wir müssen dann in der Stadt bald wieder den Pinguin ablegen. Ich habe Witterung aufgenommen. Unsere Wege kreuzen sich. Ich handle instinktiv. Mit Fangzähnen und Klauen. Zack. Schön, den Schwarm rausholen, die Voodoo-Geister. Das ist eigentlich der Arschschwarm, aber hier sind Voodoo-Geister. Hier kommt mir etwas ausgetrocknet vor. Sie haben echten Ruf, Mann. Meine Beute naht. Und hier ist doch bestimmt noch irgendwas Tolles für uns. Das ist nämlich so schön versteckt. Da muss einfach noch was Tolles für uns sein. Außer Tränken oder so. Es werden Köpfe holen. Vor ihrer Fesse. Deine Gnade. Im Übrigen ist es ziemlich lustig, dass die Stimme von Rokan auch wieder... Ihr merkt, da ist eine Stimme unglaublich oft verbaut. Es ist die Stimme von Rokan, die hat auch Drektar gehabt, die hat auch... Nazgul, glaube ich, gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Und Admiral Proudmoore hat ebenfalls diese Stimme. Also diese eine Stimme ist in unglaublich vielen Charakteren drin. Was liegt immer mal ein bisschen verstellt, aber es ist immer die gleiche, wenn man drauf achtet. Auf der Pirsch. Entfesselt die Bestie. Da hätten wir auch landen können gleich. Toll, so viel dazu. Unsere Wege kreuzen sich. Aber hier oben? Ach so, nee, das war quasi hier mit den Banditen, die ich hier gefunden hatte. Okay. Dann war es das schon. Ich habe Witterung. Okay, hier ist glaube ich nichts mehr. Kriegen wir hier noch irgendwas? Ach, toll, hier müssen wir sowieso aufmachen. Da freue ich mich, dass ich irgendwas Tolles, Geheimes finde und dann ist es längst nicht so geheim, wie man sich denkt. Ich wandere allein. So muss ich die NSA oftmals fühlen, glaube ich. Auf der Pirsch. Unsere Wege kreuzen. Welches Giftel hätte ich denn gern? Ich finde so klug, ey. Hui. Und noch ein bisschen hier, noch mal ein bisschen was. Irgendwo was beschworen, nö. Mach mal die Kaplane weg. Stören. Welches Giftel hätte ich denn gern? Zack, und... Geht es eigentlich auch auf Luft anhalten? Ich glaube fast nicht. Mana-Stein, hübsch. Boom. Das sind echt solche fetten Kanonentürme, ist Wahnsinn. Okay, aufmachen bitte.
Das wäre jetzt das letzte Tor gewesen, glaube ich. Ah, nee. Eins ist noch da. Das ist hier hinter diesen... Das Eingemauerte da gewesen. Das hinter diesen Eingemauerte. Hier, war hier noch was? Schiff, guck mal bitte. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Nope. Okay. Was liegt vor mir? Bin zur Spur. Dann will ich gleich wieder rein. Guck, guck. Das, die sind aber überhaupt nicht verwundert, dass die sie die ganze Zeit beschießen, auf einmal in dieses Schiff einsteigen. Ach, guck mal, da ist ein Freund. Alle mal schön winken. Ihr Idioten! Das war die Horde! Das hätte schon fast was... Ich fühle mich gerade in die Szene von Hot Shots 2 erinnert. Als die auf dem Boot waren und sich als Fischer getarnt haben. Und dann die Frau, die sich halt als Mann verkleidet hat, dann auf die Frauentoilette gegangen ist. Transvestiten, bringt sie alle um! Meine Beute nach. Ja, so geklappt, ey. Also bei die Szene, weil die sowas von offensichtlich keine Fischer waren oder so und die sind einfach voll drauf reingefallen, aber nur wegen der Sache mit dem Frauenklo ist es aufgefallen. So bekloppt. Ah, Hot Shots 2 habe ich eh lange nicht mehr gesehen. Muss ich irgendwann auch mal wieder machen. Jagt sie raus. Und den 1er war auch einfach nur genial. Beide sind super. Was ist denn hier? Hallo? Aha. Zauberer. Oh. Manada, der Heile. Jetzt gibt's gerade ziemliche Pandarenprügel. Alter, nur Heiler, fickt euch doch. Komm, aber mit dem Hammer seid ihr alle One-Hit kaputt. Da könnt ihr noch so heilen. Sorry, aber deine blöde Stampede kannst du dir sonst so hinstecken. Geh noch weg. Und dann nochmal den Paladin betrunken machen. Hey. Jawoll. Drei mächtige Pandas für drei noch mächtigere Pandas. Das könnte auch klasse werden. Aber Sturm hat Feuer, hat Feuer nicht mal was. Was liegt vor mir? Nee, komm, lass mal das mal. Ist jetzt nicht so wichtig. Ich würde aber hier gerne durch. Was haben wir denn da? Golems. Go, go. Ah, das ist das Portal. Oi, oi, oi. Okan, heil mal bitte. Okan Hashir. Meine Beute naht. Dann müsste Rokan Hashir einfach mal heilen. Dann hätte Blizzard eindeutig mal so einen kleinen Blick gemacht. Nee, beide Spiele kamen 2000. Nee. Nein, Spellfors kam später. Spellfors kam später. Auf der Pirsch. Ich handle instinktiv. Boom. Dann noch das hier. Jetzt haben wir aber alles offen. Liegt vor mir. Leute. Ich handle instinktiv. So. Ich habe Witterung aufgenommen. Dann da. Da gibt's auch anscheinend noch ein bisschen was zu gucken, aber hier interessiert mich auf jeden Fall noch die große Schatzkammer, die wir da mal gesehen haben. Da. Wir werden angegriffen. Ich? Wollte schon sagen, aber nicht mein Schiff, oder? Mein Schiff ist doch, glaube ich, eh unverwundbar oder so. Das könnte erklären. Weil unverwundbare Einheiten werden einfach von Gegnern nicht angegriffen. Eigentlich würden sie uns angreifen, aber ich glaube, unser Schiff ist unverwundbar. Ich würde es mal so schätzen. Deswegen hat auch der E-Effekt sich nicht drauf ausgewirkt aufs Schiff. Habe ich mich nämlich auch gewundert ein bisschen. Hey, sind hier Boote? Ja, unbesiegbar. Gut, okay. Wäre auch ziemlich kacke, wenn man hier das Schiff auf irgendeinen Zufall verlieren würde. Und wenn es nur sicher AE-Effekt ist oder so. Kommt halt einfach nicht weiter. Komm, Sturm hat Feuer. Zack. Welches Giftal hätten sie denn? Ja. Ihr kommt mir, die sind halt geskriptet stark. Ist halt die Frage. Hier kommt mir etwas ausgetrocknet vor. Na, stellt sich halt einfach die Frage, ob es wirklich... Gut, ich meine, wenn es noch mächtiger ist, okay, aber es übernimmt anscheinend keine Grundattribute. Das heißt, wenn der Braumeister irgendwann mal richtig hochgepowert ist, sind die Dinger im Vergleich nicht mehr so effektiv. Ich habe einen echten Gruf, Mann. Für den Darkspear-Stamm. Das Ding. Hi.
Macht. Anwenden. Zauberstab Blitzschildes. Stehlen. Stille. Negitation. Zepter der Heilung. Verbindet einer zu heilen. Will ich es austesten? Ich möchte wissen, was für eine Heilung das ist. Was ist das für eine Heilung? Kann ich euch helfen? Meine Beute naht. Ah, es ist so eine Paladin-Heilung. Okay. Fragt sich halt bloß noch, wie viel es ist. Weil dann könnte ich das nämlich auch gut noch auf dem Quickslot benutzen. Ganz ehrlich, die Krone des Todeslords macht mittlerweile ohnehin nicht mehr so viel Schaden. Trefferpunkte 150, Leben, Mana 100. Das ist auch nicht mehr so mega. Ich glaube, dann nehme ich echt die Krone erstmal weg. Und nehme vielleicht tatsächlich hier das rein. Was kann die Schamanen klauen noch? Hey, ihr könnt bloß Magie bannen. Okay, aber ich nehme, glaube ich, mal das echt mit rein, dass er auch ein bisschen heilen kann. Ich höre euch mal. Was liegt vielleicht gar nicht mal so unpraktisch. Krumm und Zauberstab, Kaufhaus, auch gut. Bin zur Spurensuche bereit. Ich habe die Witterung aufgenommen. Dann mal weiter. Da geht's zu unserer tollen Schatzkammer. Und da sind wir dann schon durch. Wir müssen hier sowieso oder so noch hin. Okay. Letzte Station. Dann sind wir zurück in Durotha. Hoffe ich. Und Klauen. Komm, du machst jetzt mal deine Stampede. Dann nehmen wir noch die Voodoo-Geister dazu, weil hier ist echt eine ziemlich große Ansammlung. Und sich schon ein bisschen. Die Stampede ist so doof. Da finde ich den Schwarm effektiver. Um einiges. Komm, heiß mal. Oh ja, es ist gar nicht mal so wenig, muss ich sagen. Das ist für eine Notfallheilung echt ideal. Hol mal Mischa dazu. Ich handle instinktiv. Arztassistentin. Entfesselt die Bestie. Hoi, 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 was hier alles los ist. Das sind gleich drei Helden. War vielleicht gar nicht mal so klug hier einfach mal. Oh fuck. Oh fuck, kriegen wir gerade hier aufs Maul. War so klug, Sturm hat Feuer jetzt zu verwenden. Lass mal die weg. Oh, 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 oh. Oh shit. Ich will gerade noch heilen. Fug. Ich habe meine Altis schon verwendet. Oh oh, oh oh. Zurück. Toll, die sind da unten wieder gekommen. Da sind wir jetzt zu leichtsinnig reingelaufen. Ganzen Ultis auf Cooldown. Außer Sturm hat Feuer. Heilung kam zu spät. Kommt mal wieder hoch. Ich brauche euch wieder. Zum soll ich mich in Ruhe lassen. Ich habe einen echten Groove, Mann. Ihr seid ein Trickser. Hier könnte ich auch Zauberbeherrschung machen. Don't worry. Be happy. Zack. So, jetzt. Jetzt sind wir auch ausgeruht, sind nicht so ausgelockt wie letztes Mal. Gut, das Mana ein bisschen. Unsere Wege kreuzen sich. Wen fangen wir an mit dem Zauberer? Mach den Kaplan noch weg. Chen. Mal die kontrollieren. Nicht genug mal. Wie, nicht genug mal. Das kostet nur 25. Oh, shit. Machen wir es mal direkt? Nee. Es ist doch eine beschworene Einheit. Nee. Jetzt kriegen wir es aber hin. Oh, der hat ja auch wieder Angst.
Ja, da kämpfen wir gerade gegen echte Veteranenhelden, glaube ich. So eine echte Veteranenheldentruppe. Und ich habe das gar nicht mal so schwer in Erinnerung, wie gesagt. Ja, damals, als ich das gespielt habe, war ich ja so überlevelt. Ich habe es ja schon oft genug gesagt. Dann haben wir auch langsam Mana-Probleme. Oh ja, fuck, noch Avatar. Komm, sobald der Gottesschild weg ist. Obwohl, der geht auch so down. Uiuiui. Ui, ui. Und natürlich auch ein Ark. Er ist weg. Sogar endgültig. Er ist jetzt wieder da. Boom, Hammer ins Gesicht und weg. Ah, es ist zwar keine Frostkugel, aber... Frostwache dafür weg. 5 Punkte Rüstung. Und haben wir dann wieder so wenig Rüstung mit Shen. Da hat jetzt... Lange Zeit so viel. Die Krone der Könige plus 5. Ich schreib's auf eure Rechnung. Die ist mir ebenfalls wichtig. Oh, mit Vergnügen. Ich würde sagen... Oder der Stein der Gesundheit. Was ist wichtiger? 5 Rüstung? Wie viel Prozent macht es? 30 auf 42, 12% weniger Schaden oder 300 Gesundheit? Ich würde im Prinzip immer sagen, die Schadensreduktion, dann kann man besser gegenheilen, gegen Schaden. Aber ein hoher Lebenspuls ist auch nicht verkehrt. Aber er ist in Kraft, halt. Er kriegt einen hohen Lebenspuls, oder so. Komm, wir nehmen den Gesundheitsstein weg. Nehmen noch die Feuerkugel dazu. Was liegt vor mir? Ich bin so ein Vertreter der Weisheit, klar, in Online-Rollenspielen. Ein hoher Lebenspool ist klar gut, aber ich würde immer Schadensreduktion bevorzugen, da sich das leichter gegenheilen lassen kann. Bin zur Spurensuche bereit. Klassische Heilergedanken. Ich habe Witterung auf den echten Ruf, Mann. Keine Gnade. Es werden Köpfe rollen. Heilschutzzauber. Die hätten natürlich auch geholfen beim Kampf. Das Dingo. Vor allem, die bringen, glaube ich, auch viel im Verkauf, oder? Das war's. Das war die ganze tolle Schatztruhe. 450. Blattführers Herz hat, glaube ich, Beweglichkeit 10 gemacht. Ja gut, das ist jetzt auch nicht ultimativ. Ich kapier schon mal. Gut. 3 Rüstung und 10 Schaden. Und ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit. Ganz verkehrt ist es nicht, aber auf lange Sicht werden wir es auch noch austauschen. Und ich glaube, die Sobi-Maske werden wir auch nicht mehr lange brauchen. Vielleicht nehme ich tatsächlich... Entfesselt meine Kraft. Stein der Gesundheit. Ja so vielleicht können den Rokan tatsächlich gebrauchen, dass er mal ein bisschen mehr Lebenspunkte einfach drauf hat. Weil Rüstung hat er ja genug. Schadensreduktion, weil jetzt sind wir ja auch am Cap. Also, ich weiß nicht, ob es hier ein Hardcap gibt, aber es gibt. Softcap wird auf jeden Fall immer härter. So von wegen Rüstung. Das ist Reduktion. Also, Soft-Hardcap, ich weiß nicht, ob ich schon mal erklärt habe, aber mit den Caps ist es so. In Rollenspielen ist es meistens so, auch in Blizzard-Rollenspielen sehr gerne. Softcap bedeutet ab einem gewissen Wert, ich glaube, bei Rüstung ist es sogar schon von. Ersten Prozent an. Mit jeder Rüstung, die du bekommst, werden die Rüstungspunkte ineffizienter. Das heißt, wo du mit einer Rüstung eventuell irgendwie, jetzt nehmen wir einfach mal an, 10% Schadensreduktion hättest, hast du mit 2 Rüstungen nicht 20, sondern nur noch, sagen wir mal, 18. Dann bringt diese eine Rüstung nicht mehr 10% Schadensreduktion, sondern nur noch 8. Und der nächste Punkt, der dazu kommt, bringt noch mal weniger. Das heißt, es sinkt einfach immer weiter die Effizienz von Rüstungspunkten. Die Effizienz. Und das bezeichnet man auch als Softcap. Bei der Rüstung ist es, glaube ich, schon gleich von Anfang an. Aber Softcap ist damit gemeint, ab einem gewissen Punkt wird es einfach immer ineffizienter, diesen Wert zu erhöhen. Hardcap bedeutet, es bringt gar nichts mehr. Ihr seid ein Trickser. Da ich das auch mal erklärt habe. Weil ich glaube, die Frage wurde mal gestellt von wegen Soft- und Hardcap. Das wollte ich es mal erklärt haben. Das ist in Rollenspielen allgemein immer so, bei vielen Werten. Weil viele Werte sind einfach gecapped, weil es sonst irgendwie auf irgendeine Weise overpowered wäre, wenn man irgendeinen Wert bis zu nahezu Unendlichkeit pushen könnte. Oder sich total auf irgendwas spezialisiert. Jetzt sind wir hier durch. Das heißt, es geht zurück nach Durotar. Ich habe vergessen, den Eingang zu drücken, oder? Mann! Also den Knopf. Das ist wie damals mit der letzten Menschenkampagne. Der letzten Menschenkampagnenmission, ihr erinnert euch. Ich glaube, ich habe den Knopf nicht gedrückt. Unsere Wege kreuzen sich. Dankeschön. Ich wandere allein. Und ja, Rüstung. Also, ich nehme mal schon an, dass man irgendwann mal einen Wert von 90-95% erreicht, aber da braucht man ewig viele Punkte irgendwann. Zu Vol'jin zurückkehren. Okay. Also nicht nach Durotar. Na schön.
Aber wir sollten doch frei warmen. Akt 2, alter Hass. Ja, jetzt sind wir wieder im ganz normalen Akt 2 Gebiet. Da werden wir wieder. Vor mir? Hi, Voljin. Ich habe Witterung aufgenommen. Und ja, wir haben noch einiges vor uns, was diese besonderen Spezialgebiete angeht und auch die ganze Erkundung. Aber das kommt erst so bald, ne? Schön, dass ihr entkommen seid, Rexa. Und keine Sorge, wir informieren Srall über die Flotte des Admirals. Wenn dieser Mensch vorhat, Durotar anzugreifen, wird er feststellen, dass die Krieger der Horde ihn erwarten. Der Kriegshäuptling wird einige Zeit brauchen, die Krieger der Horde zusammenzuziehen. Ihr müsst so viele Verbündete um euch scharen, wie ihr könnt, bevor der Admiral gegen Durotar vorgeht. Nehmt diesen Zeppelin und reist nach Malgor. Die mächtigen Tauren, die dort leben, werden ihre Hilfe nicht verweigern. Sucht ihren Häuptling Kerm Bloodhoof auf. Er wird seinen Schwur an den Kriegshäuptling ehren. Okay. Ich hatte gehofft, dass wir... Bonus-Heldenpunkt. Sehr schön. Und ja, stimmt. Es geht doch dahinter nochmal über. Ich glaube, das machen wir auch noch. Kann sein, dass dann Kern sogar unser neuer Held ist? Also ich weiß, dass wir einen neuen Helden dazu bekommen, aber ich könnte mich gerade echt nicht erinnern. Aber es kann echt sein, dass es Kern ist. Meine Beute auch interessant. Aber schön, jetzt kriegen wir hier... Nee, Werte bitte. Das sind doch die inneren Werte, die zählen. Bei dir. Trunkenheit. Ich glaube, ich mache die Trunkenheit besser. 80% ist dann langsam echt schon böse. Was liegt vor mir? Pinguin. Noch eine Bevor wir es vergessen. Aber einmal zum Abschied noch. Oh. Wisst ihr, was mir jetzt aufgefallen ist? Ich habe vergessen, manuell zu schneiden. Aber ganz ehrlich, wir waren sowieso die ganze Zeit mit einer Quest jetzt beschäftigt. Von daher nehmen wir jetzt mal den Pinguin rein. Mit Vergnügen. Und dann würde ich sagen, versuchen. War es das für diese Folge. Und in der nächsten Folge gehen wir... Ja, zu den Tauren nach Mulgore.